So, wir fliegen jetzt hier mit diesen fliegenden Teppichen nach oben. Und hier sind überall Objekte der Begierde, ja. Die kann ich mit dem Mönch einsammeln. Oder ich kann mit den Leuten hin. Und kann sie einsammeln. Bringen mir aber relativ wenig. Ja. Hier ist ein Objekt der Begierde. Nimm's dir, Hillbilly. So. Schon ist erstmal abgestürzt. Man kann die aber durchaus alle einsammeln. Aber man muss dann in vielen, vielen Versuchen, mit dem man dann mit diesen Dingern oben ankommen möchte, lernen, dass es leider, naja, nichts bringt, das ganze Zeug hier einzusammeln. Aber man kann die Sachen nicht bis nach oben mitnehmen. Weil ganz oben passiert dann nämlich was. Nämlich, wenn wir irgendwann ankommen. Tadam, 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 tadam. Zur Linken sehen Sie ein Objekt der Begierde. Im Hintergrund sehen Sie einen meditierenden Affen. So, schauen wir mal hier. Das mache ich auch erstmal noch. Hier gibt es nämlich noch ein Artwork freizuschalten. Vom Mönch. Der aufsteigende Ärger. Ja, den hatte ich hier vorhin auch. Kann ich gut nachvollziehen. So, hier die Brücke. Die bekommt man nicht zum Einstürzen. Vielleicht würde man sie mit der Feder zum Einstürzen bekommen. Verdammt. Also ich kann mir vorstellen, dass in dem Spiel viele solche Gimmicks drin sind. Sieht man da was, ob es da rechts irgendwie weitergeht? Aber ich glaube, man würde das eh nicht überleben, hier das Runterfallen. Ha. Naja, vielleicht, wenn wir in den Level nochmal reinkommen, wenn wir den Mönch noch ein zweites Mal mitnehmen in irgendeiner Konfiguration von Leuten, also in der Zusammenstellung, dann, ja, dann überlege ich mir das mal. Ob man die Feder hier mitnehmen, es könnte schon sein. So, der Gag ist jetzt aber, den Spruch haben wir ja unten gelesen, dass so irgendwie so, keine Ahnung, es ging irgendwie um Ruhe, ich habe es nicht mehr im Kopf genau. Der Gag ist, sobald man sich hier auf dem Weg nach oben auch nur einen Pixel weit bewegt, lösen sich die Teppiche an einer bestimmten Stelle auf. Und man fällt runter. Ich demonstriere das einmal. Ich nehme ein Objekt auch mit. Den Affen für den Mönch. Juhu, juhu. So. So, im Hintergrund sehen Sie einen weiteren meditierenden Affen. Warum es auch immer davon hier so viele gibt. Und ich frage mich auch, wer macht hier, wer zündet diese Kerzen an? Na egal. So, und jetzt macht es immer Puff. Und das Ganze habe ich so circa 4817 Mal gemacht. Nur grob geschätzt. Und ja, bis ich dann eben auf die Idee kam, da hochzugehen, ohne mich zu bewegen. Also wenn ich jetzt wirklich nur einen Schritt machen würde, das reicht schon. Ich habe jetzt wirklich die Hände von Tastatur und Maus weg, damit auch ja nichts passiert. Weil das ist der einzige Weg, wie man da lebendig oben ankommt. Oh, Verzeihung. Das ist mir übrigens in der letzten Aufnahme auch passiert, dass ich an den Tisch gestoßen bin. Haben alles wieder rekonstruiert, was so passiert ist. Sehr schön. So, und jetzt, ja, kommen wir an dem Seil vorbei, wo wir zu dem Artwork kommen. Und an einem weiteren meditierenden Affen. Davon gibt es hier wirklich, wirklich viele. Und ja, jetzt sind wir oben und jetzt dürften sich die Teppiche nicht auflösen. Deine Desires können so real sein, so wichtig, nicht wahr? Aber am Ende, just wie alles like andere, their Glimmer fades. Surely the most worthwhile goal is acceptance of one's place in the universe. Excuse me, I think these Zen guys are rubbing off on me. Well, that's all four trials. Enjoy the fruits of enlightenment. Yeah.
Sehr schön. So, da rechts kommt man nicht hoch, wie wir gesehen haben. Jetzt gehe ich hier mal lang. Da ist Schluss. Und da ist dann auch relativ schnell Schluss. Und hier haben wir wieder ein Schild. Nur in der Meditation erkennt man das ganze Ausmaß der Welt. Ja, schön. Dann meditieren wir mal. So, und wir sehen, der Blick geht, also man hat einfach ein höheres Sichtfeld, wenn man meditiert hat. Wir können ja draußen die Stützschraube von dem Sitz von dem alten Meister, der da hier oben drauf sitzt, telekinetisch aufdrehen. Remember this, apprentice. Your worst enemy cannot harm you as much as your own unguarded thoughts. Ja, und wie man sieht, hat das gar nichts gebracht. So, aber auf der Seite haben wir Stützbalken. All worldly pursuits have but one inevitable end. Destruction. Natürlich, was auch sonst. So, und da haben wir jetzt hier so einen Felsbrocken, mit dem wir hier hochkommen dann jetzt endlich. So, und da drüben gibt es dann auch noch ein Artwork zu sehen. Hoppala. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, der geht wieder ganz runter. Das wäre natürlich fies gewesen. So, und das Seil nach oben. Und dann darüber. Da haben wir das Artwork von dem vom Hillbilly noch eines. Das perfekte Geschenk. Ja, den kennen wir schon, den Teddybär. So. Jetzt gehen wir mal hoch und sprechen nochmal mit unserem Meister, nachdem wir die Prüfungen alle abgeschlossen haben. Wecken wir ihn wieder? Na? I see you understand what it is to be at peace with yourself. But be warned, a true Zen master is also at peace with the world. This is going to hurt. Oh, yeah. I don't think that's the orthodox method for obtaining this particular position in the temple. But what do I know? I never passed comparative religion. Okay. So, jetzt sind wir ein großer Zen-Meister. Do you suppose the monk's companions knew what he was up to? Do you suppose he himself knew? Or was he acting out the only path he had? I have my own thoughts on the matter, and I've had more than a few millennia to weigh it over. But I'll let you reach your own conclusions. Our friend the monk's tale is nearly at an end. Ja. Ich glaube, wir sind hier einfach so in diese Geschichte reingeschlittert. So. Jetzt müssen wir trotzdem unten die Tür öffnen können. Hoppala, hoffentlich, ja. Da sind die anderen beiden schon wieder, wie auch immer die hergekommen sind. So, und very, very important, ich nehme jetzt den alten Hotdog hier mit. Wir können die Tür öffnen. Und weiter geht die Höhlentour. Ein unerfüllter Traum. Naja gut, den hat er sich ja jetzt erfüllt. Ja? So, und hier sind wir am Strand. Jetzt müssen wir die anderen noch nachholen. Die hüpfen da nicht automatisch ins Boot, sondern die müssen da von alleine rein. Also sie mussten da nicht von... da fehlt noch was, glaube ich. Hüstel. Natürlich müssen wir das Boot irgendwie ins Wasser schieben, ne? So.
und los geht's zum nächsten Abschnitt. Hey, anyone know any sea shanties? 99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer. Oh, that's more a bar song than a sea shanty. Ooh, I've got one. 99 bottles of rum on the wall, 99 bottles of rum. Ja. Und auch hier, na, also, was ich vorhin schon gesagt habe. Oh, erstmal Dialog. After years on this blasted island, I can finally leave. Finally leave? Shut up. Shut up. Shut up. I'm going to go collect my stuff and get my beloved dog Spanky so we can skedaddle. Beloved dog. Skedaddle. Well, yeah. From stuck in a cave to marooned on an island stuck in a cave, things aren't exactly looking up for our friends now, are they? No, they're not. Ja, sowas ähnliches wollte ich da jetzt eben auch nochmal sagen. Immer schön dran denken, wir sind in einer Höhle. Wir sind auf einer einsamen Insel, gestrandet, in einer Höhle. Und wir müssen das Boot auf die andere Seite der Insel bringen, weil wir können ja nicht auch so rumfahren oder so. Naja, egal. So, das ist jetzt hier quasi der nächste Abschnitt. Nach diesem Abschnitt ist es dann auch schon so, dass man wieder am Eingang der Höhle ist. Dort habe ich dann das letzte Mal Aufnahmepause gemacht, weil ich nicht genau wusste, wie kann ich jetzt neue Gruppenmitglieder auswählen, dass man nochmal von vorne anfängt. Ich denke, ich werde jetzt hier eine Aufnahmepause machen. Ich möchte nur noch eine Sache eben ausprobieren. So als kleines Gimmick und vielleicht Entschädigung dafür, dass wir jetzt nicht blind gespielt haben. Hoffe ich, dass da jetzt was Cooles kommt. Warte mal, ich gehe erstmal mit einem anderen hin. Geh jetzt mal mit dem Hillbilly hier hoch. So. Ah, ich kann mit dem Papagei nicht reden. Wo waren denn die... Ah ja, okay, gut. Doch, er hat's gesagt, er hat's gesagt. Ich kann im späteren Verlauf, finde ich hier eine Packung Cracker. Und ist ja klar, ne? Polly will Cracker und so. Aber ihr habt's gerade gehört. Komm, sag's nochmal. So, Polly will eine Bratwurst. Wir haben da eine... Ja, stupid parrot. Wir haben hier was. Deswegen habe ich den Hotdog mitgebracht. Ich hoffe, da geht was. Oh nein, schade. Oh. Schade. Ich habe gehofft, dass wir Polly jetzt mit dem... Polly mit dem Hotdog irgendwie... locken können. Nein, können wir nicht. Schade. Naja, gut. Auf jeden Fall. Ich gehe mal hier nochmal hoch. So, da. Auf jeden Fall werde ich dann jetzt hier eine Aufnahmepause machen, weil es ist durch diese ganzen Umstände etwas später geworden. Und ja. I'll join you for the big rescue. Shut up. Not sure how to break it to that adorable old hermit, but their boat only seats three people. Might I suggest to our three friends that they move the boat across the island very quietly? Quietly? Shut up! Ja, genau. Und das werden wir dann eben in der nächsten Aufnahme tun. Hier das Boot irgendwie auf die... F6. Ja, genau. König auf F6. Ja komm, jetzt lass mich hier doch mal meinen Abspann sagen. So, ich gehe hier hin. Ja. So, jetzt nochmal Abspann. Das werden wir in der nächsten Aufnahme tun. Das Boot irgendwie auf die andere Seite der Insel schaffen. Und ja, auch das habe ich leider schon gespielt, wie gesagt. Aber ich denke mal, bis zum nächsten Mal habe ich ein paar Details vergessen. Die 99 Flaschen Rum werden mir da vielleicht helfen, von dem wir es gerade ja hatten in dem hübschen Lied. Weil ich glaube, die brauche ich jetzt, um mich von diesem Ärger ein bisschen zu erholen.
Naja, vielleicht auch nicht ganz so viel. Ist ja egal, auf jeden Fall. Und nein, ich würde nie Alkohol trinken, das war jetzt nur ein Scherz. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich freue mich, wenn ihr wieder zuschaut. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, dass das passiert ist, dass wir jetzt nicht blind gespielt haben. Wenn nicht, schreibt es mir irgendwie, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja einen besseren Weg, sowas zu handhaben, als wie ich es jetzt gemacht habe. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Ciao.